Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zur 25. Folge. Ich glaube, wir haben die 25. Folge. Ja, ich habe ein bisschen was getan noch. Und zwar so ein bisschen off-Video, off-Stream, wie auch immer. Ich habe hier diese Ecke ausgenutzt, um einfach Baumstämme reinzulegen. Und das finde ich eigentlich mega, mega nice. Ich hatte auch Besuch in meinem Dorf. Der gute Harty, der dieses Spiel hier auch sehr liebt und das Spiel auch auf Twitch streamt. Link ist übrigens in der Videobeschreibung und Kuss geht raus. Du weißt Bescheid. Hat mir noch ein paar Tipps gegeben und zwar über die Bedürfnisse von den Bewohnern. Beziehungsweise, dass meine Bedürfnisse oder meine Stimmung bei den Bewohnern ziemlich niedrig ist, hat er gemeint. Und dass ich doch die Gebäude, die ich hier habe und die noch mit Lehm und sowas und mit Stöckern und so und mit Holz, dass ich die mal auf Stein upgraden soll. Und dass das meine Bewohner sehr, sehr mögen. Also, dass man da auch nochmal die Stimmung nach oben drücken kann, indem man die Häuser halt einfach auf mit dem besten Material ausstattet, was man hat. Also mit Stein und Bretterdächern und so. Naja, vielleicht setze ich das diese Folge mal um. Auf jeden Fall werde ich das umsetzen, aber ich weiß noch nicht, ob ich jetzt oder wann anders, keine Ahnung. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und damit, let's go. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das hier? Dieses Holzlager. Ich finde es mega. Kann man natürlich nur machen, wenn man, weiß ich nicht. Wie viele Holzstämme sind das jetzt hier? 50 oder 40 oder sowas, wenn man die übrig hat und die einfach rein droppen kann, wenn man einfach zu viel von dem Scheiß hat. Oh, ich brauche was zu essen. Hat nochmal auf die Felder geguckt, aber im Winter ist ja da nicht so viel los. Dürfte auch alles vorbereitet sein für den Frühling. Aber ich hätte gerne eine Kohlsuppe. Ich guck mal ganz schnell nochmal, wie voll ist unser Lager jetzt. Genau, ja, ich werde ein zweites Lager bauen müssen. Und überlege jetzt schon, wohin? Wo könnten wir ein zweites Lager vielleicht hier so hin? An mein Anwesen? Anuta, bist du da? Nee, sie ist schon auf Arbeit, okay. Vielleicht hier, also... Lasst mich mal ganz kurz gucken. Ich werde gleich ein Lager platzieren. Also zumindest die Blaupause dafür. Ja, ich glaube, hier werde ich es hinsetzen. Also das Gebäude an sich hat ja auch nur den Zweck, dass unsere Lagerkapazität erhöht wird. Und gleichzeitig haben wir aber jetzt hier noch ein Gebäude, was einfach den Style des Dorfes ausmacht. Einfach noch ein Haus, was hier so ein bisschen, ne, diesen Dorfcharakter auffüllt. Dass das Ganze noch mehr aussieht wie ein größeres Dorf. Welche Technologiestufe haben wir jetzt eigentlich? Weiler. Entwicklungsstufe Weiler. Ja. Na, ich baue mal so ein Haus, so ein Lager hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Materiallager 1... Nee, Materiallager 2 habe ich gebaut. Sehr gut. Dachte kurz, ich habe das Falsche gebaut. Aber dann hätten wir es upgraden können. Auch egal. Holzschuppen hat schon wieder kein Werkzeug. Ihr verarscht mich doch. Ihr habt doch erst Kupferäxte bekommen. Wir können übrigens auch die Quest zu Ende bringen aus dem Flussdorf. Wir können jetzt nach Yannick sehen, wie es ihm bei Dubrosulka geht. Dubrosulka. Interessanter Name. Ich überlege gerade, was ich hier aus diesem Platz hier mache. Lass mich mal kurz gucken. Ich habe was entworfen. Guckt euch das hier an. Ist das nicht eine schöne Essensecke für alle, wo man sich hier mal hinsetzen kann. Schön in Ruhe was essen, so hinter der Küche. Ich finde das super. Ist vielleicht hier ein bisschen schief. Der Tisch fällt ein bisschen nach da. Aber trotzdem finde ich die Ecke schön. Echt schön geworden. Im Sommer gucke ich dann mal, wie das hier aussieht mit den Pflanzen. Ob ich hier vielleicht eventuell zwischen Wege noch ziehen muss, damit man... damit man nicht im Busch sitzt und so. Aber ansonsten finde ich das echt hübsch.
So, jetzt habe ich noch ein paar Schälchen hingestellt. Zwei Bierflaschen. Geil. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Geht man halt hier rum, holt sich in der Küche eine Kohlsuppe und setzt sich hier hin. Und quatscht mit den anderen. Trinkt ein bisschen was. Vielleicht noch. Das ist super. Ich muss erstmal was trinken. Bin ausgetrocknet. Wir brauchen zwar gerade keinen Dünger, aber es macht trotzdem Sinn, im Winter Dünger herzustellen, damit wir einfach im Frühjahr, Sommer genug haben. Deshalb werde ich jetzt erstmal schnell noch Dünger herstellen. Warte mal, ein Schwein ist groß geworden. Jetzt haben wir doch einen Eber, der ist ein Jahr alt. Dann verkaufen wir den noch. Wie sieht es jetzt bei den Hühnern aus? Wie viel haben wir da? Zwei Küken. Zwei männliche Küken. Okay. 143 Dung, so viel hatte ich noch nie, glaube ich. Ich werde gleich auch nochmal in die Mine gehen und ein paar Bronze-Äxte herstellen, ne, damit einfach meine Holzzufuhr gewährleistet ist. Neues Level in Landwirtschaft. Nice. 10% schneller reiten. Das nehme ich. Oh ja, das würde ich auch haben. Das möchte ich bitte auch haben. Ja. Was fehlt zu einem, was fehlt bei einem, so einem Gastronomiebereich? Was fehlt da, Leute? Was muss jeder Gastronomiebereich haben, wenn er Sitze hat? Laut dem Gesetz. Ich werde es euch gleich zeigen. Was muss so ein Gastronomiebereich haben, hä? Genau. Eine ordentliche Toilette. Es ist nur die Frage, wo stellen wir dieses Ding hin? Ich glaube hier so. Ich stelle einfach mal zwei hin. Einfach zwei Toiletten. Muss natürlich sein. Weil dann kannst du hier denn hier, das ist der Stuhl, wo man sitzt, wenn man denn das Zeug riecht. Boah, und die hier kacken die da. Geil. Ich habe jetzt auch mal eingestellt, dass wir nur noch Brennholz als Brennmaterial verbrennen dürfen. Und ich selber Brennholz herstellen. Hier in unserem schönen Holzschuppen. Ich habe jetzt 184 Brennholz. Jetzt gucken wir mal, wenn ich das jetzt ins Inventar tue, ins Lager, wie lange würde das halten? Also das hält schon mal 2 Tage. Ich mache noch ein bisschen was. Ich habe jetzt schon wieder fast mein ganzes Geld für Schematas ausgegeben, weil ich einfach das Dorf gerade ein bisschen tune. Ah, super. Ich habe ein paar Feuerscheine installiert. Oh, das wird hier super aussehen, wenn es dunkel ist. Kommt sie schon und setzt sich hier hin? Oh mein Gott. Top. Ach, ist das schön. Ist das schön. Finde ich gut. Absolut gut. So, Holzbedarf ist auch gedeckt. Erstmal 1800 von 509 täglich, was die brauchen. Das ist ganz gut. Also Feuerholz macht das ganz gut. Und ich glaube, ich werde jetzt meine Stämme nie wieder verbrennen, sondern immer Feuerholz daraus machen. Ich glaube, das macht Sinn. Grabungsschuppen hat auch kein Werkzeug mehr. Okay. Also müssen wir aus Holzstämmen und Steinen muss ich mir erstmal Spitzhacken machen. Damit ich erstmal was abbauen kann damit. Wie viele sitzen da jetzt? Da sitzt bis jetzt nur eine, ne? Ah, die anderen entdecken den Platz auch noch. Bin ich mir sicher. Wo gehst du hin?
Du gehst hier vorne hin. Okay, na, dann setze ich hier vorne hin. So, dann machen wir mal Kupferbarren, Zinnbarren und ein paar Bronzeäxte. Als ich Besuch hatte hier in meinem Dorf, hat mir der Harti auch nochmal bestätigt, dass das hier wirklich der beste, seiner Meinung nach auch der beste Spot ist. Für ein Dorf. Ich feiere den Spot immer noch sehr. Bin auch sehr stolz drauf, dass ich hier den doch ersten Spot genommen habe, den ich gefunden habe. Sollte man ja eigentlich nicht tun. Aber der war so geil, dass ich dachte, nee, komm, ja, den muss ich nehmen jetzt, komm, ist gut. Und ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Ich habe hier alles, alles, was ich brauche. Wasser, eine Mine, schöne Aussicht, das ist super. Bronzewerkzeuge, Bronzeaxt muss ich freischalten. Das ist jetzt mein letztes Geld. Mein letztes Geld, meine Freunde. So, Bronzeäxte. Mal sehen, wie lange die reichen. Ich glaube ja nicht so lange, aber wir gucken mal. Ich werde jetzt hier in diese Truhe einfach mal alles, was ich an Barren und so übrig hatte, hier reintun. So, und dann gehen wir erstmal schlafen. Ist ja schon spät genug. Müsste dann der letzte Tag im Winter sein. Ich muss auf jeden Fall die Quest noch abschließen. Ich weiß nicht, ob die verfällt, wenn wir jetzt in den Frühling gehen würden. Warum schlafe ich eigentlich hier? Das ist gar nicht mehr mein Haus. Egal, es ist aber auch unbewohnt gerade. Da wohnt niemand. Ich werde nochmal in die Mine gehen. Nochmal Material holen. Nochmal Werkzeuge craften. Damit ich mir gleich im Dorf, wo ich die Quest abgebe, ein bisschen Money verdienen kann. Wie, warte. Achso. Ich habe gerade gedacht, die haben schon wieder die Äxte verbrannt. Weil da oben gerade eine 3 war. Aber nein, die sind erst jetzt zur Arbeit gegangen und haben gemerkt, oh, es gibt ja zwei neue Äxte. Hatte gerade schon ein bisschen Angst. Ist so in die Hand genommen und gleich die Bronze-Axt kaputt gegangen. Wir brauchen eine neue. Einen neuen Bronzebarren mache ich zu neuen Bronzehämmern. Brauche ich nur Stücke für. So, schön. Neuen Bronzehämmer. Und damit gehen wir jetzt in das Dorf, lösen die Quest ein und holen uns die Reputationspunkte und ein bisschen Moneten. Wir müssen ja im Frühjahr auch schon wieder Dings bezahlen. Steuern und so, ne? Ich kann aber diesmal, ich bin ja verheiratet, diesmal kann ich meine Frau losschicken, dass die für mich Steuern zahlt. Ich muss jetzt zwar das Geld in die Hand drücken, aber sie macht das dann. Ich werde mir noch die Spitzhacken herstellen, damit der Grabungsschuppen weitermachen kann. Er ist immer noch am Kalk fördern, damit wir die Steinhäuser abdichten können. Danach, wenn wir genug Kalk haben, wird der Steine fördern. Wie gesagt, dass wir dann irgendwann diese Häuser hier, die hier vorne und die da hinten, die sind ja auch noch noch nicht aus Stein, sondern aus Holz, dass wir die dann auf Stein upgraden. Jetzt wollte ich schon wieder los, ohne meinen Esel. Was ist da los? Na, gibt's hier wieder Wegelagerer? Das ist ja eine ganz berühmte Stelle hier. Also hier wurde ich schon so oft überfallen. Aber heute ist hier nichts los. Haben wohl auch Winterferien oder sowas. So, gucken wir uns erstmal die Quest an. Ich lass mal meinen Esel hier. Und da drüben in das Haus müssen wir, okay. Okay, Quest abgeschlossen, seltsamer Junge. Okay. Was habe ich jetzt dafür bekommen? 1943 Dynastiepunkte? Habe ich 100 Dynastiepunkte bekommen? Ich glaube schon. Kann schon sein. Ich habe jetzt nicht den Text verfolgt wieder. Ich habe den Text wieder geskippt. So, nimm mir mal. Du nimmst mir 5 Bronzehelme ab. Okay.
Und wie viel nimmst du mir ab? Die restlichen 4. Schön. Jetzt habe ich wieder Kohle. Und zwar 2000. Fast genau. 2000,4. Ah, okay. Dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir jemanden, der in Landwirtschaft gut ist für unsere Scheune. Hier vorne. Bei den Obdachlosen. Oh Leute, die hat ja überall nur eins. Alisa. Und die ist 27. Alter, ist ja ein richtiger Crap-Charakter. Richtiger Crap-Charakter. Also wenn 24, wenn der jetzt jung ist, 21. Eigentlich brauche ich eine Frau. Ich nehme sie, Stanislava. Scheiß drauf jetzt. 2000 Reputation? Na gut, dann halt nicht. Also alle 200 Reputation kann ich einen neuen rekrutieren. Und Guard kann ich keinen neuen rekrutieren, weil ich 2000 brauche. Wie ist es gerade in der Verwaltung bei mir? Ich habe 2 Schwangere. Einmal ist die Köchin schwanger und einmal ist die Jägerin schwanger. Wir müssen auch mal nach dem Jungen gucken, ne? Oder Vissebora, nach dem Mädchen oder wie auch immer. Die hat auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Werte. Guckt euch das mal an. Die hat sehr, sehr gute Werte. Also sehr gute Startwerte. Ja, die Holzfäller haben natürlich krass gelevelt, ne? 5 und 6 haben die jeweils. Bergarbeiter hat hier schon 4, der eine. Jäger haben beide 4. Oh. Hier gibt's was zu looten. Interessant. Und Zinnerz, das ist gut. I haven't been drinking enough today. Dein Spitzhacke. Gürteltasche, ah ja. Weizenbier, schön. Apfelwein, ja, der ist aber noch voll. Schön. Hopfensetzling 3. Mhm. Will mich da jemand zur Alkoholproduktion verführen? Hä? 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 Ansonsten sehe ich hier nichts erstmal. Ja, reicht ja auch. Guter Loot. Schöner, guter Loot. So, Ese, ich pack dich mal hier. Ich muss mal was trinken. Warum er hier immer durchs Wasser läuft, verstehe ich nicht. Verstehe es nicht. Ich bin schon wieder am Dekorieren. Ich habe gerade Weidenkörbe entdeckt. Ich habe mich wieder festgestackt. Ah, befreie mich bitte. Lol, in den nächsten Zaun reingeglitscht. So, wo waren wir gerade stehen geblieben? Behältnisse, Weidenkörper, ja. Hier und da übermalen Weidenkorb hin. So, was ist, wenn ich jetzt ein richtiges Fass haben will? Wie viel Geld muss ich dafür Schemata ausgeben? 300. Na komm. Und dann brauche ich Bretter dafür. Okay, verstehe. Oh, 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 nein. Ah, ich bin über meinen Zaun gefallen. Steh auf. So, dann stellen wir mal ein paar Bretter hin. Ein paar Fässer hin. So.
gefällt mir sehr gut, die Alter, immer an derselben Stelle. Was ist denn hier los? Das ist die Teufelsstelle. Vielleicht sollten wir da irgendwas hinstellen. Oh, hier liegt Brennholz. Immer da an diesem Ding. Nee, aber die Fässer gefallen mir sehr, sehr gut. Ja, top. Da kann man sogar was reintun. Ja, Geilomat. Was gibt es denn hier noch? Ich gebe schon wieder mein ganzes Geld für Schematas aus. Ihr kennt mich. Bündel, Truhe. Sack. Hm, okay, okay. Fein habe ich auch noch nie so wirklich probiert. Naja. Ist auch nur was, also für Early Game, finde ich. Tische und Bänke und sowas habe ich ja schon gebaut. Beleuchtung, die Laterne kann ich leider noch nicht freischalten und die Feuerschale auch noch nicht, hätte ich gern. Spaliere. Hey, so ein Spalier könnte ich mal ausprobieren. Dafür bräuchte ich eigentlich nur Stöcke. Ein Spalier. Oh, cool. Ich liebe es. Ich bin verliebt. Oh mein Gott. Ja. Schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht mache ich das hier so vor diesen Zaun. So ein bisschen als Sichtschutz. Damit hier nicht jeder reinglotzt. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin verliebt in Spalierer. Die werde ich jetzt hier sehr viel öfter anwenden. Einfach ein kleiner Sichtschutz. Und das sieht bestimmt im Sommer richtig gut aus, wenn das alles grün ist. Oh ja, top. Doch, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich bin verliebt in diese Ecke jetzt hier. Also klar, hier muss noch ein bisschen mehr passieren. Diese Ecke hier können wir auch noch mal ein bisschen mit Lager ausstatten und so. Aber doch, das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Mal sehen, wie das ist hier mit den Wegen hier. Wie das im Sommer aussieht und so, im Frühjahr. Aber gefällt mir schon richtig, richtig gut. Hier können die Leute sitzen und einfach essen. Ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Tavernen-Feeling, aber noch nicht ganz Taverne, sage ich mal. Einfach nur ein Grillplatz, sage ich mal, oder irgendwie sowas. Hier vorne holt man sich eine Kohlsuppe, einen schönen Döner des Mittelalters, setzt sich hier hin und futtert den. Zack. Gönnt sich ein Bier, einen Apfelwein. Zu den anderen sagt man so, na, war euer Tag auch scheiße? Ja, unser Tag war auch scheiße. Geil. Naja, ist doch super. Ich find's toll. Gott sei Dank gibt's diesen Befrei-mich-Button. Apropos Kohlsuppe, ich hab Hunger. Ich muss mir was besorgen. Gib mir mal eine von deinen leckeren Kohlsüppchen. Eine Kohlsuppe. Geil. Ich habe übrigens Kohl dabei. Warum habe ich Kohl dabei? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegt er erstmal einen Apfelwein von mir. Und Kohl. Achso, das habe ich gelootet. Erstmal wieder mein ganzes Inventar ausmisten hier. Haufen Müll drin. Alles ins Lager. Zwei Weizenbier noch. Die werde ich euch zur Feier des Tages doch mal ins Lager tun. Dann könnt ihr das trinken. So. Tag müsste auch gleich vorbei sein. Doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Entspalieren hier.
Top. Meine Hütte, wie sieht mein Garten aus? Sehr ungepflegt. Ich brauche einen Gärtner auf jeden Fall. So, sie kommt jetzt wieder. Sie setzt sich hier jeden Abend hin. Ist das... Das ist meine Frau. Ach so. Kanuta. Setz mich mal zu dir. Na, wie war dein Tag? Auch so scheiße wie meine? Sitting. My favorite activity. Ah ja, okay, alles klar. Gut, haben wir darüber auch mal gesprochen. Mach's gut. Hau rein. Alter. Ist echt gefährlich, sich da hinzusetzen. Ach so, ich würde mir ja mal das Kind angucken, ne? Müsste hier drin sein. Oder auch nicht. Wo ist denn das Kind? Mahlzeit. Wo ist denn das Kind? Das zweijährige Kind? Hier drin? Hallo? Auch niemand drin. Wo ist sie denn? Müsste hier vorne... Ach... Da, war hinterm Haus. Ach so. Person ist nicht, gerade nicht dran interessiert, mit dir zu sprechen. Ja, die Treppe ist ja schon gefährlich für einen Zweijährigen. Würde ich sagen. Warum willst du nicht mit mir sprechen, Untertan? I saw stranger things. Okay, cool. Aber ich würde sagen, wir gehen in den Frühling, oder? Ich will schon wieder ins falsche Haus rennen. Wo ist mein Haus? Da drüben. Ich will mir auch nochmal die Spaliere angucken und eventuell noch einen Screenshot machen davon. Im Frühjahr. Steuern zahlen. Naja. Das macht Kanuta demnächst. Steuern zahlen. Für mich. Oh, guckt euch das an. Ist das schön? Schön grün. Oh, herrlich. Schön. Mit den zwei Toiletten da im Hintergrund, top. Und ich würde sagen, mit dieser schönen Aussicht auf unseren Grillplatz, auf unseren Essensplatz, Partyplatz, wie auch immer wie ihr das nennen wollt, beenden wir auch diese Folge Mad Evil Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall den Abo nicht, den Like und den Kommentar. Das Abo. Das Abonnement. Kriege ich nie im Kopf. Ich sage mal den Abo. Egal. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.